Ich habe ja mit einer Sondererlaubnis in München einen Studienplatz im Chemischen Institut der Universität bekommen, weil der Direktor dieses Instituts, Geheimrat Heinrich Wieland, ein berühmter Nobelpreisträger der 20er Jahre, ein wirklich aufrechter Antinazi war, der immer wieder begabte und, wie er meinte, vielversprechende Studentinnen und Studenten, die von den Nürnberger Gesetzen betroffen waren, die also auf gut Deutsch entweder halb Juden oder Vierteljuden waren, das ist ein schreckliches Wort, ich kriege es kaum über die Lippen, aber denen er immer eine Sondergenehmigung gab, in seinem Institut zu studieren. Also ich habe keine offizielle Studienerlaubnis bekommen, aber von Wieland, der mir dieses Studium ermöglicht hat und dessen Doktorandin ich dann auch 43 wurde. Also ich war gut behütet und hatte viele Schutzengel. Und ich war und bin eine große Liebhaberin der klassischen Musik und es gab in München wunderbare Konzerte und es gab den Münchner Bachchor, in den ich eintrat und dort immer wieder junge Kommilitonen kennenlernte, von denen wir uns nach einiger Zeit des Beschnupperns überzeugten, dass wir Antinazis wären. Und in einem solchen Kreis von jungen Leuten, überwiegend Medizinstudenten, geriet ich also hinein und befreundete mich mit einem, der im Kreis dann der Weißen Rose nicht aktiven Widerstand geleistet hat, der aber auch sehr tapfer mitgehalten hat, wie ein Glücksfall, dass er überlebt hat, wie manche andere. Und wir haben nie politisiert. Das war der engste Kern der Gruppe. Selbst also die Schwester von Willy Graf, einem der Opfer, Anneliese Knobgraf, hat nicht gewusst, dass ihr Bruder, mit dem sie in einer Wohnung gelebt hat, diese Flugblätter mitgemacht hat, konzipiert, hat es nicht gewusst. Und die Sophie Scholl hat von ihrem Bruder Hans auch erst ganz spät erfahren, als sie ihn immer wieder löcherte, das seid ihr doch, das seid ihr doch. Also das war dieser engste Kreis von 4, 5 Leuten. Und alle, die wir so drumherum, machte ja Chemie und die machten Medizin und unser Institut war wieder ganz woanders wie die Mediziner und man traf sich eben und man ging mal in die Vorlesung vom Professor Kurt Huber und sah sich dort wieder und das bildet sich so als ein lockerer Freundeskreis. So würde ich das bezeichnen. Und ich kann mich an keine dezidiert politische Diskussion erinnern. Und als ich eines Tages in der Schublade meines Laborplatzes ein Flugblatt fand, ich glaube, es war das dritte oder vierte, es war eins bevor sie dann in Russland waren im Sommer 42, ja, da war ich feige, nicht? Dann habe ich das schnell mal überflogen und dann eingesteckt und so schnell wie möglich in kleine Schnipsel zerrissen und im WC heruntergespült. Das Wussten Sie war, das, von wem das ich wusste es Flugblatt? nicht, keine Ahnung. Keiner wusste es, keiner wusste es. Das heißt, über Außer die. dieser ganz enge Kreis. Also, Sie waren auch über die Aktivitäten der Weißen Rose, wie sie heute bekannt sind, nicht Überhaupt in nichts. der. Ja. Und ich versuche immer in Diskussionen jungen Leuten klarzumachen, die stellen sich immer so einen konspirativen Kreis vor, der da mit ungeheuerem politischen Engagement ausgetüftelt hat, warum und weshalb und so. Nein, viele waren sehr religiös geprägt, andere philosophisch. Alexander Schmorell hatte eine russische Mutter und war sehr russophil. Also die Prägung oder die Exilliteratur. Also es gab ganz verschiedenen Zugang zu der Grundüberzeugung, wir machen nicht mit.